Also viel noch weiß, es zählt nicht, wenn nur ich in der Luft bin. Er muss in der Luft sein. Das heißt... Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber mit hoher Defense ist das eine ziemliche Assi-Aufgabe. Da muss alles stimmen. Komm, dann muss ich dich jetzt finishen. Ja. Perfekt. Das hat aber gezählt. Wenn nicht, verklage ich euch. Perfekt. Schon 37, ey. Und nur er ist Level abgegangen. Kannst du mal sehen. Fluch, Panzerbrecher. Mann, ihr könnt auch nichts Besseres rausrücken. No. Mach das. Mehr Scrolls. Mann. Nein. Gut. Another Check-up. Kankuro hatten wir schon. Ja, mir fällt auch ehrlich gesagt nicht mehr ein, wen wir noch ja, nicht gehabt haben könnten. Ja, ne. Nächste Mission wird ja quasi das gleiche, nur nochmal mit Tayuya und Sarkon. So wie ich das merke. Es wurden O-Tonhinder gesichtet. Sieht aus, als hätten sie sich in zwei Gruppen aufgeteilt. Hilf mir nochmals, sie zu suchen. Von Genma Shiranui. Aber warum nochmals? Das war doch gar nicht du. Das war doch der andere. Ich glaube, der Stock in seinem Mund ist etwas lang. Ich glaube, ist ja auch unten kürzer. Okay. Oh, gefunden. Oh nein. Ich habe solche Mühen in diese Suche gesteckt. Wie konnte ich sie so schnell entdecken? Unmöglich. Ja.
Sie will damit sagen, Zeit zu sterben! Sakon Profi-Dialog. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht von diesen A-Rang-Missionen. Ich dachte, jetzt kommt das Schwerste des Schweren. Aber nö. Gewinne den Kampf, wir sehen den Gegner in 60 Sekunden oder Runden. Wir sehen Gegner durch Wurftechniken, Gegner Torgeschwindigkeit. Okay. Das ist noch human. Guck mal, wie viel Damage wir machen, Alter. Durch eine Combo haben wir ihm fast die Hälfte seines Lebens abgezockt. Boah, das war knapp. Ja. Das war die Wurftechnik. Was muss ich jetzt gegen Tayuya machen? Muss ich mal ausnahmsweise ein Jutsu oder ein Ultimate Jutsu benutzen, um sie auszuschalten? Wäre auch kein Problem. Oder durch Ninja Tools. Wir 10 Sekunden beginnen mit Chakra auf Stufe 0, halt dann Chakra über Stufe 1. Ja, das ist doch easy. Wo ist die Schwierigkeit? Das ist halt wahrscheinlich die letzte von diesen Aufgaben, aber es ist die einfachste. Warum ist es die einfachste? Danke Ino für den Input. Fluch, Diebstahl. Ha. Sollen das so kranke Ingame-Items sein? Oh, Level 38 schon. Wir sind langsam echt Endlevel, Naruto. Macht das. So. Ich weiß nicht. Ich glaube, uns fehlen jetzt nur noch 2 Missionen? Fragezeichen? Ich glaube. Ah, es ist wieder im Himmel. Correctamente. Ja, wir werden schon alle Personen haben. Also, next A-Rank Mission. Ja, Bedrohungen bei Ichirakus Nudelhaus.
Ein Oto-Ninja hat sich in das Konoha-Dorf geschlichen. Viele Ninja, darunter auch Anbu, haben nach ihm gesucht, aber keiner hat ihn gefunden. Das ist übel. Alle, die sofort Zeit haben, sollen bitte mitsuchen. Von Kakashi. Also jetzt geht's wohl gegen Kimimaro. Und ist dann die Final... Ne, was wird dann die Final-Mission sein? Sasuke bestimmt nicht, weil der ist ja hier noch gut. Okay. Ja, fügt sich. Macht Sinn für einen, den sogar Anbu nicht finden. Ups. Ja, nee, not gonna happen, sorry. Eher andersrum. Ich meine, sein Tod ist ja eh Canon. Er starb ja im Kampf gegen Gaara und Lee. Gegner mit hoher Geschwindigkeit, hohe Angriffskraft des Gegners, hohe Verteidigungsstärke des Gegners. Ich merke schon, der ist ein kleines. Der ist ein anderes Kaliber als die anderen Otonen. Nix da. Er war in der Giftwolke drin. Wenn man mal 1000 Items kriegt, dann darf man die doch auch benutzen, oder? Ja, der war kniffliger, ja. Das stimmt, da haben sie mal die Difficulty ein bisschen höher gebammt. Okay. Freut mich, dass du durch deine Niederlage aufgestiegen bist. Ein Fehler, den viele machen. Dann reporten wir mal back. Du hast 1000 Schattenschuriken mal 5 erhalten. Immerhin kriegen wir jede Menge Ryo. Oh, das ist das Nervigste des ganzen Spiels. Die können auch einfach so in der Ecke einen Pop-Up machen, hat Stufe so und so erreicht und währenddessen kannst du weiterspielen, anstatt dass man alles bestätigen muss. Ich meine, überleg mal, wie viel Zeit das mich kostet, obwohl ich die Zeit verschnellern kann. Im Emulator. Das ist so ein Mega-Ding, ey. Ja, ist auch clever. Ja. Musst du. So, wir stehen vor der letzten
richtigen Mission des Spiels. Danach, wie gesagt, nur noch S-Rang, was nur daraus besteht, dass man eben... Wahrscheinlich wird auch eine Mission sein, alle Missionen abschließen. Wie gesagt, 9.999.999 Rio sammeln. Und solche Geschichten. Wie bei Alternate Ninja Storm 1. Wo die nervigste Mission wahrscheinlich daraus besteht, dass man 25 Spielstunden sammeln muss. Obwohl du halt in unter 25 Spielstunden fertig wirst mit dem Spiel. Das heißt, du musst dann einfach noch rumstehen. Solche Sachen. Aber gut, schauen wir, was die letzte A-Rang-Mission ist und wer der Gegner sein wird. Das interessiert mich nämlich richtig. Erprobter Mut bei Ichirakus Nudelhaus. Hilfe! Sakura ist von Itachi Uchiha gefangen genommen worden. Wir müssen sie retten, sonst wird sie verschleppt. Ich brauche Verstärkung von Kakashi. Itachi ist der Final Boss. I mean... Story-wise... Das makes sense. Stärke-wise, das makes sense. Ja, eigentlich wäre das ja so der Job für Sasuke. Einerseits, damit er halt wieder mal einen Racheversuch startet. Wie sieht das stehen? Damit er wieder einen Racheversuch auf Itachi starten kann. Andererseits, damit Sakura sagt, ah, aber Sasuke hat mich gerettet. Wie die da zusammen stehen, wie das aussieht. Ja, nee, Itachi, ich würde eher sagen Uno Reverse. Da irrst du dich ein bisschen. Bevor du das Wort Clown des Todes auch nur aussprechen kannst, bist du schon kurz vorm Tod. Gegner hoher Geschwindigkeit, hohe Verteidigungsstärke des Gegners, Gegner dessen Chakra immer wieder... Ja, okay. Geht. Also ich finde das... Die schlimmste Kombination, die man geben kann, ist hohe Geschwindigkeit und hohe Angriffsstärke. Weil das quasi das ist, was auch meine Lieblingsmechanik ist in Alternate Ninja 5. Mit Lee oder Guy die 8 inneren Tore aktivieren. Und das gibt einem nämlich direkt beide Trades. Dass er dann Chakra regenerieren kann, das stört mich eigentlich überhaupt nicht. Die KI benutzt eh kaum was, wo man überhaupt viel Chakra benötigt. Also sie spammen auch keine Uses oder so durch, selbst wenn sie Möglichkeit dazu haben durch das ganze Chakra. Ich habe ihn davor bewahrt, sich das Genick zu brechen. Mann. Ja, ich glaube, der lässt mich das nicht so finishen, wie ich will. Nee, macht er nicht. Ja, dann scheiß drauf. You've chosen death. You've chosen death, I mean. Ah. So. Das war die letzte Mission. Hat der Kampf wenigstens zwei Phasen oder endet das einfach so fade? Ah, Kakashi hat das nur inszeniert. Windgeist Wurf Nummer 5. Das war die letzte Mission im Spiel.
Oder wir schalten jetzt noch was frei, aber I doubt it. 39. Wir haben schon bestimmt 3 oder 4 Stufen kein neues Ultimate Jutsu mehr freigeschaltet. Also entweder kommt noch eins bei 40 oder wir haben alle von Naruto. Als ob es jetzt einfach so still endet.